Abgeordneten Bernd Rixinger. Bernd, bitte schön. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, ich bin überzeugt, von diesem Parteitag wird ein kraftvolles Signal des Aufbruchs ausgehen. Unser Parteitag findet in einer Zeit gesellschaftlicher und politischer Umbrüche statt. Wir erleben in vielen Ländern Europas, auch bei uns, den gefährlichen Aufstieg der Rechtspopulisten. In den USA erhebt sich mit Donald Trump die hässliche Fratze von Nationalismus und Rassismus. Ohne Übertreibung kann man sagen, dass wir in den nächsten Jahren vor der Alternative stehen: Wird der Kapitalismus immer autoritärer? Oder schaffen wir es, den Neoliberalismus und den Rechtspopulismus beiseite zu schieben? Das ist die Frage, vor der die Linke heute in vielen Ländern steht. Wo aber Gefahr ist, da wächst das Rettende auch, sagte einst Hölderlin. Zeiten der Krise und des Umbruchs sind auch Zeiten der Gegenwehr. In Frankreich machen gerade Hunderttausende, ja Millionen, die Nacht zum Tag. Sie streiken und demonstrieren gegen die Arbeitsmarktreformen von Hollande. Hollande ist auch wieder ein Sozialdemokrat, der die Agenda 2010 für eine gute Idee hält. Er will die Errungenschaften der französischen Arbeiterbewegung demontieren und sich selber gleich mit. Und wir sagen, die Menschen in Frankreich haben unsere volle Solidarität. Wir sagen den französischen Kolleginnen und Kollegen, kämpft weiter, denn wir wissen, was auf euch zukommt und wie lange man braucht, um diesen Murks wieder wegzubekommen. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet in den USA, im Hauptland des Kapitalismus, eine linke Bewegung entsteht, die sich um die Kandidatur von Bernie Sanders herausgebildet hat, einem Mann, der sich zum demokratischen Sozialismus bekennt. Das Interessante daran ist, dass sich Millionen von jungen Amerikanerinnen und Amerikanern selbst organisieren unter dem Motto für eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt. Das ist es, für was wir Linke stehen, für die Hoffnung auf ein besseres Leben. Liebe Genossinnen und Genossen, hier in Deutschland ist es unsere Aufgabe, für eine Politik der Hoffnung zu sorgen, und das ist auch dringend notwendig. Nur noch eine Minderheit der Menschen im Land traut Angela Merkel und der Bundesregierung zu, dass sie die Probleme lösen können. Und das mit Recht. Was tut denn diese Bundesregierung gegen die Lawine der Altersarmut? Einen Dreck tut sie. Wer ein ganzes Leben lang jeden Tag von früh bis spät arbeiten geht und weniger als 12 Euro die Stunde verdient, landet direkt in der Altersarmut. Die Große Koalition will den blutleeren und blutarmen Mindestlohn um 33 Cent erhöhen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
33 Cent. Welcher Hohn und welche Offenbarung über den Zustand dieser Regierung! Eine Politik der Hoffnung beginnt damit, dass jeder und jede von seiner Arbeit leben kann. Und deshalb muss der Mindestlohn sofort auf 10 Euro angehoben und in schnellen Schritten auf 12 Euro erhöht werden, liebe Genossinnen und Genossen. Die Rentenkürzungen müssen zurückgenommen werden. Der Schwindel mit der Riester-Rente muss rückgängig gemacht werden. Wir brauchen eine lebensstandardsichernde und armutsfeste Rente in diesem Land. Es gibt nicht viel, bei dem wir uns Österreich zum Vorbild nehmen sollten. Aber bei der Rente könnten wir mal über die Berge schauen. 1100 Euro Mindestrente und 80% Grundsicherungsniveau, das hört sich doch etwas anders an als bei uns. Und wie wird es finanziert? Sie haben nicht nur die paritätische Finanzierung, sondern die Kapitalseite zahlt sogar 2% mehr als die lohnabhängigen Seite. Bei uns bezahlen übrigens die Menschen mit der Riester-Rente 4% mehr wie die Kapitalseite. Und im Übrigen, wenn Gabriel eine Gerechtigkeitswende wollte, dann könnte er doch mit uns zusammen im Bundestag mal eine Abstimmung organisieren gegen die Rentensenkung und für die Einführung des österreichischen Modells. Eine Politik der Hoffnung heißt, in einem reichen Land darf es keine Armut und keine Kinderarmut geben. Deshalb brauchen wir eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1050 Euro. Der Haushalte haben heute weniger Einkommen als vor 20 Jahren. Das reichste 1% in diesem Land besitzt über 30% des gesamten Nettovermögens. Die untere Hälfte der Bevölkerung zusammen besitzt gerade mal 1%. Nicht nur die Armen haben nichts außer Schulden, auch die Mittelschicht wird mehr und mehr geschrumpft. Eine Politik der Hoffnung heißt, diese Zerstörung der sozialen Grundlage unserer Demokratie muss aufhören. Reichtum ist teilbar. Liebe Genossinnen und Genossen, aber Hand aufs Herz, inmitten dieser Gerechtigkeitskrise ist es uns bei den Landtagswahlen im Herbst nicht ausreichend gelungen, diejenigen, die sich nicht vertreten fühlen, die auf der Strecke geblieben sind, zu überzeugen, uns ihre Stimme zu geben. Es gibt nichts zu beschönigen. Die Wahlergebnisse waren für uns eine schwere Niederlage, die mich auch im Übrigen persönlich schmerzt. Wir haben jedoch überhaupt keinen Grund, in Sack und Asche zu gehen. Wir haben zusammen sehr offen die Gründe analysiert. Es stimmt mich zuversichtlich, dass wir in der Partei darüber konstruktiv debattieren und dass wir nach vorne schauen. Wir müssen wieder näher an die Menschen ran. Wir müssen im Alltag sichtbar und spürbar sein. Zweifellos waren die Wahlen eine politische Zäsur für alle Parteien. Es ist ein Alarmzeichen, dass die AfD in Sachsen-Anhalt wie in Baden-Württemberg
stärkste Partei bei den Erwerbslosen und bei den Arbeiterinnen und Arbeitern geworden ist. Auch in den Gewerkschaftszentralen müssten alle Alarmglocken läuten, denn die Gewerkschaftsmitglieder haben überdurchschnittlich AfD gewählt, obwohl sie ein gewerkschaftsfeindliches Programm hat. Es ist doch der größte Irrtum, dass die AfD irgendetwas mit sozialer Politik zu tun hat. Die AfD ist die schlimmste neoliberale Partei der Bundesrepublik. Man hört von ihr nichts zu bezahlbaren Wohnungen, zu Renten oder Löhnen. Sie ist eine Marionette der Steuerflüchtlinge. Sie will die Reichen und Vermögenden noch mehr verhätscheln. Sie will Hunderttausende junge Menschen zur Wehrpflicht zwingen und die Bundeswehr noch mehr aufrüsten. Das ist doch absurd. Unsere Steuergelder müssen für Soziale ausgegeben werden und nicht für Aufrüstung, liebe Genossinnen und Genossen. Die AfD kämpft gegen die Errungenschaften der Frauenbewegung, der Gewerkschaftsbewegung und aller fortschrittlichen Bewegungen in diesem Land. Sie hetzt gegen die Muslime und führt einen reaktionären Kulturkampf. Deshalb müssen wir sie angreifen und bekämpfen. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass sie landet, wo sie hingehört, nämlich auf dem Müllhaufen der Geschichte. Liebe Genossinnen und Genossen, zur Wahlauswertung gehört auch, dass wir bei jungen Leuten in den Städten stärker werden. Das zeigte sich schon bei den Wahlen in Hamburg und Bremen. Junge Leute wählen uns, weil wir in der Flüchtlingsfrage klare Kante gegen rechts zeigen, statt wie andere Parteien unser Fähnlein in den Wind zu hängen. Ich finde das klasse, wenn sich mehr und mehr Menschen in Solidarität mit Geflüchteten im Protest gegen TTIP und Waffenexporte für eine andere Klimapolitik politisieren und sich für Kapitalismuskritik begeistern. Die Linke ist genau der richtige Ort dafür. Die Linke steht auf gegen die Festung Europas und gegen Rassismus. Und das ist dringend notwendig. Schauen wir uns doch die anderen Parteien an. Seehofer hat mit seiner flüchtlingsfeindlichen Politik den Rechtspopulisten geradezu den roten Teppich ausgerollt. Oder das Herumgeeiere der SPD, mal verbal gegen Seehofer und Obergrenzen, dann wieder harter Kurs gegen die Flüchtlinge und immer alle Verschärfungen des Asylrechts mitgetragen. Ich bin stolz darauf, dass unsere Bundestagsfraktion im Unterschied zu den Grünen keiner einzigen Asylrechtsverschärfung zugestimmt hat. Ich möchte noch einmal deutlich sagen, dass wir Gewalt in keiner Form hier akzeptieren, schon gar nicht gegen Frauen. Und dass wir ganz gewiss jetzt, dass durch solche Aktionen wer die Macht, tut nicht der Linken einen Gefallen, sondern tut unseren Gegnern einen Gefallen. Und ich hoffe, wir werden uns jetzt wieder auf unsere Inhalte konzentrieren. Ich bemühe mich, den Faden wieder aufzunehmen, aber ich glaube, das wird uns gelingen. Und ich habe gesagt, ich bin stolz darauf, dass unsere Bundestagsfraktion, im Übrigen auch Sarah Wagenknecht, keiner Asylrechtsverschärfung in diesem Land jemals zugestimmt hat, im Unterschied zu anderen.
Wir machen die Verlogenheit von Frau Merkel nicht mit, die gegen Obergrenzen für offene Grenzen ist, aber natürlich nur für den Freihandel. An den Außengrenzen der Europäischen Union wird ein regelrechter Krieg gegen Flüchtlinge geführt, mit Frontex und inzwischen sogar mit der NATO. Das ist nicht europäisch, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist unmenschlich. Das schmutzige Geschäft lässt Frau Merkel andere machen, wie den Terrorpaten Erdogan. Wer es ernst meint mit den Menschenrechten, der macht keine schmutzigen Deals mit autoritären Regimes. Und deshalb sagen wir, keine Geschäfte und kein Geld für Erdogan. Der Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt und unliebsame Journalisten inhaftieren lässt. Unsere Solidarität gilt den Abgeordneten der HDP, deren Immunität den HDP-Genossinnen und Genossen wurde ihre Immunität genommen und sie werden jetzt ins Gefängnis, also sie müssen mit Gefängnis rechnen. Das können wir nicht akzeptieren. Und liebe Genossinnen und Genossen, es ist doch nicht so, dass sich Europa, dass sich Deutschland eine solidarische, humane Lösung für Flüchtlinge nicht leisten kann. Schäuble hat sich geweigert, Geld dafür auszugeben. Das hat doch aus der Aufnahme von Flüchtlingen erst die Krise gemacht. Das hat Öl ins Feuer der Rechten gegossen. Die Staatskassen waren übervoll, 20 Milliarden Überschuss im letzten Jahr. Sogar ohne Umverteilen wäre sofort eine angemessene Versorgung möglich gewesen. Aber Schäuble hat sich dem verweigert. Und warum? Weil kein Präzedenzfall geschaffen werden sollte, bei dem die Regierung auf ein soziales Problem mit sozialer Politik reagiert. Wir, liebe Genossinnen und Genossen, wir bleiben dabei, dass die Fluchtursachen bekämpft werden müssen. Viele sagen, alles richtig geht aber nicht, vor allem geht nicht so schnell. Das ist einfach nicht wahr. Wir könnten ganz schnell die Waffenexporte stoppen, liebe Genossinnen und Genossen. Und es kann doch keinen Zweifel geben, dass Krieg und Terror die Hauptursachen für Flucht sind. Wir könnten ganz schnell die Flüchtlingslager der UN finanziell besser ausstatten, endlich die Entwicklungshilfe erhöhen und das sinnlose Töten mit den Drohnen beenden. Es darf kein Töten durch Drohnen geben. Aber schnell geht es bei der Bundesregierung immer nur dann, wenn es um Militäreinsätze im Ausland, um schnellere Abschiebungen oder um die Verschärfung des Asylrechts geht. Und da ist dann auch immer plötzlich Geld da. Aufstockung der Bundeswehr, Anschaffung neuer Waffen und Panzer, das sagt niemand, das können wir uns nicht leisten. Das kotzt mich an. Wir sollten endlich mal schnell bei der Rettung von Menschen sein, liebe Genossinnen und Genossen. Der Erfolg der Rechten und die neoliberale Politik der vergangenen drei Jahrzehnte, sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Wo Menschen im Wettbewerb gegeneinander ausgespielt werden und Lebenssicherheit auf der Strecke bleibt, da hat die Suche nach Sündenböcken Hochkonjunktur. Eine 80-jährige Frau in Eberswalde hat mir bei einem Besuch gesagt,
Was für eine soziale Ungerechtigkeit, dass die Flüchtlinge alles geschenkt bekommen. Ich habe 47 Jahre gearbeitet und habe nichts geschenkt bekommen. Das hat mich sehr getroffen, weil es zeigt, dass es nicht nur um Vorurteile gegen Flüchtlinge geht, es geht auch darum, was in der Gesellschaft als soziale Gerechtigkeit gilt und wo sie verletzt wird. Wenn den Flüchtlingen nicht geholfen werden würde, wäre ihre Rente ja nicht höher, wäre ihre Gesundheitsversorgung nicht besser und in die Schule ihrer Enkel würde es trotzdem reinregnen. Den Neoliberalen ist es ganz recht, wenn in diesem Land nicht über die unsoziale Politik der Bundesregierung gesprochen wird. Deswegen müssen wir als Linke auch hier und deutlich sagen, wir sind nicht Teil des Merkel-Lagers. Links heißt, wir nehmen die Ängste der Menschen ernst. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der der Facharbeiter, die alleinerziehende Pflegerin und auch die Rentnerin in Eberswalde keine Angst vor Altersarmut haben müssen. In der sie keine Angst vor dem sozialen Abstieg haben müssen und in der sie nicht ständig kämpfen müssen, um über die Runden kommen. Und deswegen führen wir den Kampf zwischen unten und oben und nicht zwischen drinnen und draußen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir empören uns nicht nur über Armutslöhne, Hartz IV und Altersarmut, sondern auch über den unverschämten Reichtum in den Händen weniger. Die Linke unterscheidet sich von allen Parteien dadurch, dass sie die Verteilungsfrage in den Mittelpunkt stellt. Die aktuelle Panama-Affäre hat doch erst wieder gezeigt, in welcher dreisten Art die ohnehin Reichen den Rest der Gesellschaft betrügen. Die 100 Milliarden, die am Fiskus vorbei in die Steueroasen geschleust werden, machen deutlich, dass es noch viel Luft nach oben gibt. Wir brauchen Obergrenzen für Reichtum und nicht bei der Finanzierung der Renten, der Krankenhäuser, Kitas und Schulen. Ohne die gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen gibt es keinen Spielraum für soziale Politik. Aber meint ihr, dass es reicht, sich mit den Reichen an die gedeckte Tafel zu setzen, mit ihnen zu speisen und höflich zu fragen, ob sie nicht ein ganz klein wenig von ihrem Reichtum abgeben möchten? Ich fürchte nicht, liebe Genossinnen und Genossen, Gerechtigkeit lässt sich nur gegen den Willen der Superreichen durchsetzen. Wir legen uns mit ihnen an. Und es muss doch klar sein, Gabriels Gerechtigkeitswende ist so lange unglaubwürdig, wie er sich weigert, eine Millionärsteuer in diesem Land einzuführen. Liebe Genossinnen und Genossen, von dem Milliardär Warren Buffett stammt der Satz, es herrscht Klassenkampf, meine Klasse gewinnt. Verschwiegen wird oft der Nachsatz, aber das sollte sie nicht. Er hat vollkommen recht. Seine Klasse gewinnt so lange, wie es sich die 90% gefallen lassen, dass sie von den restlichen 10% gerupft werden. Wir als Linke sind die Partei, die mit den 90% zusammen den Kampf aufnehmen will. Wir wissen, dass die Bildung ungeheuren Reichtums in wenigen Händen oder anders ausgedrückt die Anhäufung von Kapital ihre Ursachen in den bestehenden Produktions- und Eigentumsverhältnissen hat.
Es ist für Frau Gwandt, Herrn Schwarz, Frau Schäffler und wie sie alle heißen, schlicht unmöglich, ihr Milliardenvermögen durch eigene Arbeit zu erwerben. Nein, hohe Vermögen werden vererbt und Kapital wird vermehrt, indem man sich die Arbeitsergebnisse anderer aneignet. Donald Trump, im Übrigen ein Riesenarschloch, ja? hat einen richtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, ich gebe euch 3 Tipps, um reich zu werden. Erstens, werde in eine Familie hineingeboren, die dir 200 Millionen US-Dollar vererbt. Tipp 2 und Tipp 3 entfallen. Und es ist doch völlig klar, wirtschaftliche Macht übersetzt sich in politische Macht. Es hat sich doch längst eine Parallelgesellschaft in diesem Land herausgebildet. Es ist die Parallelgesellschaft der Superreichen, die ganze Straßenzüge aufkaufen und die Mieten mit Spekulationen nach oben treiben, während sie selbst zwischen Villa, Golfplatz und Luxusjacht pendeln. In dieser Parallelgesellschaft zählen offensichtlich Recht und Gesetz nur dann, wenn die Gesetze dazu beitragen, dass sie weiter reicher und mächtiger werden. Der Umgang mit Griechenland hat gezeigt, in dieser Europäischen Union findet die Demokratie ihre Grenzen, wo die Interessen der Vermögenden und Banken angetastet werden können. Die Erpressung der griechischen Regierung durch die Bundesregierung und die Troika zeigt, die Idee eines sozialen und demokratischen Europa lässt sich gegen die neoliberale EU der Banken und Konzerne heute nur noch durch eine Revolution der Gerechtigkeit durchsetzen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir müssen gemeinsam in Europa einen Kampf führen für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen gegen Rassismus und gegen sozialen Kahlschlag. Das wäre im Übrigen das beste Mittel gegen Nationalismus und den Zerfall Europas. Europa muss von unten neu gegründet werden. Wir müssen realisieren, dass die Demokratie für die Kapitalbesitzer nur noch dann zählt, wenn sie marktkonform ist. Also wenn alle politischen Entscheidungen auf die Wettbewerbsfähigkeit und aufs Profitemachen orientiert sind. Und die Parteiendemokratie ist seit Jahren in einer tiefen Krise, weil die anderen Parteien zu Parteien der Enteignung und sozialen Kälte geworden sind, statt mit uns soziale Alternativen durchsetzbar zu machen. Liebe Genossinnen und Genossen, darin liegt doch das Problem. Wir haben kein linkes Lager der Parteien. Die Grünen, da würde ich nicht klatschen, die Grünen verstehen sich immer mehr als Regierungsreserve der CDU. Letzte vereinzelte Rufe nach einer Vermögensteuer gehen im Beifall für den Vorzeigeministerpräsidenten aus Baden-Württemberg unter. Die SPD gefällt sich scheinbar in der Rolle der kleinen Schwester von Horst und Angela und nickt deren Unsinn eifrig ab. Ihr müsst nicht glauben, dass mich das freut. Im Gegenteil, für eine Gerechtigkeitswende bräuchten wir ein linkes Lager. SPD und Grüne müssen sich entscheiden. Wollen Sie Parteien eines System der Enteignung, der Mehrheit und der Bereicherung der wenigen sein? Wollen Sie weiter den Nährboden für die Rechten schaffen? Oder wollen Sie einen Politikwechsel für einen Wechsel zur sozialen Demokratie, die diesen Namen auch verdient? Die Menschen,
Die Menschen haben einen großen Gerechtigkeitssinn. Sie spüren genau, was falsch läuft. Eine Mehrheit von ihnen will höhere Steuern auf Vermögen. Eine Mehrheit von ihnen sagt Nein zu TTIP und anderen Freihandelsabkommen. Eine Mehrheit von ihnen will sich nicht mit der drohenden Altersarmut abfinden. Es kommt aber darauf an, dass wir aus diesen Mehrheiten auch politische Mehrheiten in diesem Land machen. Und ich glaube, die Anhängerinnen und Anhänger von SPD und Grünen sind oftmals weiter als ihre Führungen. Ach ja, die SPD. Sigmar Gabriel hat in seiner Gerechtigkeitsrede vor 3 Wochen einen Moment der Klarheit gehabt. Er sagte, angesichts der neuen sozialen Frage wirkt die SPD zu sehr als eine emotional ermüdete Partei im Hamsterrad der Sozialreparatur. Ich finde, wenn die SPD zu müde ist, um soziale Gerechtigkeit in Angriff zu nehmen, wir nehmen die Funktion eines Weckers gerne wahr. Wir bringen die Leidenschaft mit, die es dafür braucht. Und Gabriel hätte diesen Satz direkt auf seine Regierungskollegin Andrea Nahles beziehen können. Die von Nahles und der SPD bejubelten Korrekturen zur Leiharbeit und zu Werkverträgen sind doch nicht mehr als billiger Etikettenschwindel. Ab dem 9. Monat den gleichen Lohn zu vereinbaren, ist nicht mehr als ein schlechter Witz, wenn man weiß, dass die Hälfte der Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen gerade mal 3 Monate bei der gleichen Firma arbeitet. Dass SPD und CDU die moderne Sklaverei der Leiharbeit abschaffen würden, traut ihnen ohnehin niemand zu. Dass aber bei gleicher Arbeit ab der ersten Stunde der gleiche Lohn gezahlt wird, das wäre doch das Mindeste gewesen, was gemacht werden hätte müssen. Und Frau Nahles hat auch nicht den Mumm gehabt, endlich etwas gegen die Tarifflucht zu tun. Man darf sich eben seine Gesetze nicht durch die Arbeitgeberverbände umschreiben lassen. Als Linke sagen wir klar, Schluss mit Tarifflucht und Sozialdumping durch Werkverträge. Die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge muss erleichtert werden, damit tarifliche Regelungen endlich wieder normal sind und nicht die Ausnahme. Liebe Genossinnen und Genossen, Sozialreparatur ist einfach zu wenig. Es hilft kein Rumdoktern. Wir brauchen nach 30 Jahren neoliberaler Revolution von oben einen grundlegenden Bruch. Wir brauchen eine Revolution der sozialen Gerechtigkeit von unten, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir müssen aufräumen mit den Gerechtigkeitslügen des Neoliberalismus wie Hauptsache Arbeit. Das Ergebnis, Millionen Menschen können von ihrer Arbeit nicht leben und leben in Dauerstress und Unsicherheit. Der Markt schafft eben keine soziale Gerechtigkeit, sondern führt nur dazu, dass diese Gesellschaft Wettbewerbsfähigkeit und gleichzeitig brutaler wird. Das sehen wir in den Altenheimen, in den Krankenhäusern und in unseren Städten. Wir brauchen eine Revolution der Gerechtigkeit gegen den Terror des Marktes, gegen die Altersarmut, gegen den Pflegenotstand und gegen die Wohnungsnot. Was heißt hier Revolution? Ist das nicht zu radikal? Ich glaube nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Es wäre doch umgekehrt geradezu verrückt zu meinen, dass die Enteignung der Mehrheit und die ungeheure Machtkonzentration in den Händen der Superreichen in Tippelschritten
rückgängig gemacht werden könnte. Die Verwüstungen und die Zerstörung des sozialen Zusammenhalts sind nach 30 Jahren neoliberaler Politik so groß, dass es eben mit kleinen Korrekturen nicht getan ist. Die Kinder, die jetzt unterhalb der Armutsgrenze leben, die Rentnerin, die morgen Flaschen sammelt, der Jugendliche, der übermorgen zum Bund geht, weil er nicht arbeitslos sein will, sie haben keine Zeit für Tippelschritte. Wir brauchen eine Revolution der Gerechtigkeit, das heißt, gute Arbeit und Sicherheit für alle, ein würdiges Leben im Alter, auch im Falle der Erwerbslosigkeit, bezahlbare Wohnungen und gute Pflege und Gesundheitsversorgung für alle Menschen, kein Zweiklassensystem, bei dem Ärmere früher sterben müssen. Demokratie und Politik müssen über die gesellschaftlichen Bedingungen unserer Lebensverhältnisse entscheiden, nicht die Finanzmärkte, nicht die Reichen und nicht die unsichtbaren Gesetze des Kapitalismus. Das sind eigentlich Selbstverständlichkeiten in einem reichen Land. Wir haben das oft gesagt. Doch die Gegenwehr steht und zeigt, es braucht ein bisschen mehr als Rhetorik oder guten politischen Willen. Wir müssen diese Dinge als soziale Garantien für alle Menschen gegen die Phalanx der Reichen und Kapitalbesitzer und der neoliberalen Systemparteien erkämpfen. Letztens war ich übrigens bei einer Personalrätekonferenz der AOK in Baden-Württemberg eingeladen. Auf dem Podium und auf der Versammlung, ich war nicht wenig erstaunt, saß über die Hälfte der Kolleginnen und Kollegen mit schwarzen Verdi-T-Shirts. Da war ein rotes Teufelchen drauf und da stand drunter Revolution 2.0. Und ich denke, wir sollten doch in unserer Radikalität im Kampf gegen Ungerechtigkeit nicht hinter den Stand der Personalräte der AOK in Baden-Württemberg zurückgehen. Und wir wissen, im Kapitalismus kann es nie umfassende Gerechtigkeit und Freiheit für alle Menschen geben. Im Kapitalismus wird die Demokratie immer beschränkt bleiben. Aber die Eigentumsverhältnisse sind nicht in Stein gemeißelt. Sie können in Bewegung kommen. Der ganze Schwindel besteht doch darin, dass sich die Unteren untereinander streiten sollen, wer die Krümel bekommt, die vom Tisch der Reichen fallen, statt zu fragen, wo denn das ganze Brot geblieben ist und wem verflixt noch mal eigentlich die gesamte Bäckerei gehört. Und deshalb kämpfen wir für öffentliches und genossenschaftliches Eigentum, damit es allen dient. Wir wollen, dass Demokratie im Alltag der Menschen wieder etwas bedeutet und dass sie nicht an den Türen von Betrieb, Büro oder Station enden. Und wir kämpfen dafür, dass der von allen erarbeitete Wohlstand allen Menschen zugutekommt und nicht nur einigen wenigen. Es sind große Fragen, die wir stellen, auch wenn wir im Alltag viele kleine Kämpfe führen. Kleine, lebenswichtige Kämpfe, dass jemand nicht von Sanktionen betroffen wird, dass die Nachbarn sich die Miete weiter leisten können, dass die Busverbindungen auf dem Land nicht gekappt werden. Viele wichtige kleine Kämpfe. Wir kämpfen sie mit Leidenschaft. Wir wissen, dass sie mit den großen Fragen zusammenhängen. Ob eine Kommune gezwungen werden kann, den Nahverkehr zu privatisieren, hat mit TTIP und der Europäischen Union zu tun. Ob das Krankenhaus um die Ecke die Entbindungsstation schließen muss, hat was mit der Vermögensteuer zu tun. Linke Antworten müssen immer beides tun, die großen und die kleinen Kämpfe führen. Wir sind dabei nicht verzagt,
Wir sind nicht kleinmütig, nein, wir sind leidenschaftlich in diesen Kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir stehen an der Seite derjenigen, die sich wehren und für eine solidarische Gesellschaft, für Frieden und für Alternativen zum Kapitalismus sich engagieren. Leidenschaftlich stimmen wir gegen alle Auslandseinsätze der Bundeswehr. Leidenschaftlich gehen wir gemeinsam mit Hunderttausenden Menschen gegen TTIP, TISA und CETA auf die Straße. Leidenschaftlich. Leidenschaftlich unterstützen Genossinnen und Genossen Streiks und kämpfen mit ihren Nachbarn für bezahlbare Mieten. Wir haben leidenschaftlich den Kampf der Beschäftigten bei der Charité um einen Tarifvertrag unterstützt, der für mehr Personal im Krankenhaus sorgt. Das muss drin sein. Ich gratuliere den Kolleginnen und Kollegen. Ihr habt Geschichte geschrieben. Mehr von euch und eurem Kampf ist besser für uns alle. Mit Leidenschaft für die Menschen engagieren sich auch viele Tausende gegen Rechts und für die Unterstützung von Geflüchteten. Und damit trotzen wir auch der rechten Gewalt und den Angriffen auf unsere Büros und unsere Genossinnen und Genossen, vor allem im Osten. Darauf und auf vieles andere können wir zu Recht stolz sein. Leidenschaftlich führen wir auch unsere Wahlkämpfe. Deshalb schauen wir nach vorne. Wir kämpfen für einen Erfolg in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und bei den Kommunalwahlen im September in Niedersachsen. Damit geben wir gute Vorlagen für das Saarland, für Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und natürlich auch für die Bundestagswahl. Wir sind die Partei, die für einen sozialen Aufbruch in der Gesellschaft steht und dafür mobilisiert und die keine Ruhe gibt, bevor es nicht besser wird, besser für alle. Niederlagen wird es immer geben, aber wir arbeiten weiter mit geradem Rücken, weil wir die Partei sind, die den Wirtschaftsbossen nicht die Füße küsst. Antonio Gramsci hat davon gesprochen, dass wir geduldige, nüchterne Menschen brauchen, die nicht verzweifeln angesichts der schlimmsten Schrecken und sich nicht an jeder Dummheit begeistern. Lasst uns also die Verhältnisse nüchtern analysieren, aber mit Optimismus und Entschlossenheit an ihre Veränderung gehen. Deshalb Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens. Wir brauchen sicher revolutionäre Geduld. Wir brauchen aber auch revolutionäre Ungeduld. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Applaus